Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen LS17-Video. Zwar hier aus Südhemmern, aber kein reguläres Arbeitsvideo, sondern eine kleine Mod-Vorstellung. Und zwar geht das hier, wir machen hier das Bild nochmal schön weg, dann sieht das auch schöner aus. Und zwar möchte ich euch heute einmal zeigen hier diesen echt, wie ich finde, gelungenen, schönen Mähdrescher der Firma Fendt. Und zwar ist dieses eine Mod von Mark Modding, dem einen oder anderen sicherlich bekannt. Wie auch der eine oder andere sicherlich gehört hat, dass Mark Modding in der letzten Woche sich entschieden hat, leider Gottes, mit dem Modden aufzuhören. Und dieser Mähdrescher ist sozusagen quasi eine Art Abschiedsgeschenk. Zu finden ist dieser Fendt im Forum von der Black Panther Group. Einen Link mache ich unten in die Videobeschreibung natürlich noch rein. Und ich denke, wir schauen uns das Gerät mal eben an. Und ist wirklich super. Also es kann durchaus sein, dass der hier mein Glasdrescher ablösen wird. So, wir gucken uns das Ganze mal erstmal eben im Shop an, was es da so bei der Maschine gibt. Und zwar handelt es sich hier um den Fendt 6275L. So, den machen wir eben auf. Und dann sieht man schon, dass man hier einiges einstellen kann. Man kann hier den großen Motor reinbauen mit 306 PS und der Standard hat 276 PS. Dann kann man die Hauptfarbe noch ändern. Man kann das Radsetup zwischen Zwillingsbereifung, vorne Zwillingsbereifung, schmal und Standard auswählen. Die Felgenfarbe kann man auswählen. Dann gibt es die Rundumleuchte normal und die heller KLX und DBS 975. Fachleute mögen jetzt sicherlich wissen, was das dann ist. Also es sind so schöne Blockblitzer, das zeige ich euch auch gleich. Und dann gibt es als Design noch die Auswahl Green Hornet. So, dazu passend gibt es natürlich auch Schneidwerke, ganz klar. Und zwar gibt es einmal das 7,60 Meter Schneidwerk und das 10,70 Meter Schneidwerk und jeweils auch als Konfigurationsmöglichkeiten natürlich die Hauptfarbe. Und da kann man im Design auswählen zwischen Standard für Getreide und ein Rapsmodul. Und im Design kann man da vorne noch so einen Laserguide drauf basteln. Also wirklich nicht schlecht gemacht. Ich kann euch den auch nochmal eben schnell, und mal eben klein ein bisschen Kredit aufnehmen, zeige ich euch den nochmal eben in dem anderen Design. Ist jetzt natürlich auch nur gemietet, die Maschine. Ach, geht ja hier wieder nicht, müssen wir ja wieder über die Bank auf Hagenstedt machen. Ich glaube, die nehme ich auch wieder raus. Also so wichtig ist mir das mit dem Felder pachten auch nicht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. So, dann machen wir das Display erstmal eben wieder an. So, dann mieten wir uns den nochmal eben schnell in dem anderen Design. So, auswählen. Dann nehmen wir einmal das Green Hornet Design und nehmen die normalen Rundumleuchten. Dazu nehmen wir vielleicht mal die Zwillingsbereifung doch vorne, dann mieten wir das Gerät auch noch mal eben. Zack. Ja, das Design sieht jetzt aber, glaube ich, gar nicht viel anders aus. Ah, da, doch. Da ist dann hier so eine Biene mit drauf. Das wirkt jetzt natürlich auch anders, dann in einer anderen Farbwahl. Dann ist das natürlich besser. So, eigentlich wollte ich den mit Standard rundumleuchten, habe jetzt hier auch wieder diese Blockblitzer genommen, versehentlich wohl. Die gefallen mir aber eigentlich auch recht gut. Den können wir mal vorsichtshalber schnell zurückgeben, bevor der uns nochmal irgendwie zusätzlich was abzieht. Hoffentlich gebe ich jetzt den richtigen zurück. Das ist jetzt die Frage, ne? Komm, dann fahren wir den da eben rüber. So, das ist jetzt auch eine schöne Sache, die mir ganz gut gefällt, wenn wir jetzt mit dem einsteigen. Und dann machen wir den mal an. Jetzt hört mal genau hin. Willkommen in Ihrem Fendt. Also hat richtig so eine kleine Boot-Sequenz, dieser kleine Computer. Willkommen in Ihrem Fendt. Finde ich sehr genial gemacht. Ist auch animiert. Ihr seht jetzt hier den Drehzahlmesser da mitlaufen und auch den Tacho. Man kann natürlich das Lenkrad jetzt auch ein bisschen an sich ranziehen. So, gibt hier noch verschiedene Möglichkeiten, was man hier so machen kann. Ich werde dazu mal eben das Display einschalten. Man kann hier also die Lichter über die Kabine
steuern. Man kann hier einen Frontschutz an- und abbauen. So, hier kann man umschalten, Strohablage oder Schwattablage oder häckseln. Ja, finde ich also auch sehr schön gelungen. So, aber wie gesagt, das Gerät geben wir eben schnell wieder ab, bevor uns noch einmal wieder Mietkosten da abzieht. Es sei noch erwähnt, man braucht für diesen Mähdrescher für die volle Funktion eben auch das LightScript Add-on. Gibt es ja im Modhub, ein Link ist aber auch beim Post und bei Black Panther Group zu finden. Den Link dazu packe ich euch wie gesagt nachher noch unten rein. So, jetzt steigen wir mal in unseren Fendt, denn wir wollen jetzt ja auch mal noch ein bisschen dreschen. Willkommen in Ihrem Fendt. Ja, willkommen. So, dann hat der Schlepper natürlich, oder was heißt natürlich, hat ein Zulassungsskript. Das heißt, wenn wir dann per Alt-Z, Steuerung Z, nicht Alt-Z, kann man hier, wie man das immer möchte, einstellen. Machen wir jetzt mal nicht, werde ich dann bei mir natürlich machen, machen wir mal irgendeins. So, dann haben wir ja gesagt, wollen wir mal den Frontschutz eben anmachen. Der war, meine ich, hier. Zack. So, dann ist da vorne auch, kann nichts passieren. Das ist jetzt das kleinere Schneidwerk in der Getreideausführung. Und damit werden wir jetzt mal Hafer dreschen gehen. So, da kann man hier, sieht genial aus. Sieht noch besser aus, wenn man sich in den Optionen halt diese realistische Rundumleuchten-Option einschaltet, habe ich jetzt nicht. Aber ich finde, das sieht auch so schon sehr genial aus. Man kann natürlich das Licht auch normal steuern, wie das vorher auch bekannt war. So, jetzt donnern wir mal eben raus. Und wie gesagt, man sieht hier auch, das Display arbeitet da vorne halt auch richtig vernünftig mit. Auch hier der Joystick schön animiert. Klingt auch recht gut. Na gut, dass ich wieder 3000 Kilometer vorher blinke. So, Feld 20 soll unser Ziel sein. Da ist nämlich, wenn ich mich recht erinnere, sollte da Hafer drauf sein. So. Stellen wir, ja, der Bäcker hat eh noch nicht auf, der macht wahrscheinlich um 8 auf, nehme ich mal an. Drehen hier einmal geschickt rum. Und stellen den dann hier kurz ab. So, jetzt machen wir natürlich den Frontschutz da wieder aus. Das war wieder gar nicht der Frontschutz. Sollte aber doch gewesen sein jetzt. So, man kann wie gesagt die Lichter auch hier steuern, also auch Innenraumbeleuchtung. Ne? Oder muss ich wirklich sagen, ist recht schön gelungen. Also wirklich, sieht gut aus. So, wir gehen schon mal in den Arbeitsmodus, weil es gibt ja noch eine weitere Besonderheit, die der ein oder andere von euch ja sicherlich auf dem Display schon so ein Stück entdeckt hat.
Also fangen wir jetzt einfach mal direkt mittig an. Und jetzt seht ihr schon die Auslastung. So. Oh! Und jetzt ist der Schrägförder verstopft. Absteigen und per Hand befreien. Das hört man auch akustisch wunderbar. So, da müssen wir raus. Und dann hier mit der Taste B dann befreien. Und es ist also wirklich unterschiedlich bei dem Drescher. Es kommt wirklich an, wie viel da durchkommt. Das heißt, es hängt damit zusammen, wie oft das Feld gedüngt worden ist. Das hier, ich spiele ja mit 3 Düngestufen. Der hat hier, das Haferfeld ist hier 3-mal gedüngt. Und das heißt, der verstopft dann wirklich schnell. Ihr werdet gleich sehen, wir werden es probieren. Man kann hier mit 3-4 Stundenkilometern gerade mal fahren. Wird der eine oder andere jetzt natürlich auch sagen, bläh. So, wir gehen mal auf, würde ich sagen, 6 Stundenkilometer. Erstmal können wir nochmal eben die Schwattablage einschalten. Das war hier. So, jetzt können wir ja sehen, wie die Auslastung sich jetzt entwickelt. Na, ihr seht, jetzt sind wir ganz gut dabei. Mit 5 Stundenkilometer können wir ganz gut arbeiten. Dann gucken wir doch nochmal eben, gehen wir mal auf 6 Stundenkilometer. Ja, da geht er schon ab und zu mal ins Rote rein. Ihr hört auch akustisch bei über 90%. Gibt es einen Warnton, aber er kommt. Na? Also ich glaube, das ist noch ein bisschen schnell. Wir gehen mal auf 5 Stundenkilometer zurück. Wenn ich jetzt ein Feld habe, was nicht gedüngt ist. Zum Beispiel, da kann ich da mit 10 bis 12 Stundenkilometer, je nachdem, was der Drescher hergibt, auch durchrasen. Ihr seht also auch auf dem Display wird die Auslastungsanzeige angezeigt. Da kann ich also wirklich da durchnaschen, da passiert nichts. Wenn ich aber voll gedüngt habe, das heißt, der Ertrag oder der Durchlauf auch höher ist, dann ist das tatsächlich so, dass der auch dann schneller verstopft. Ihr kennt das Prinzip so ähnlich halt vom Mengele-Ladewagen, wo auch dieses Verstopfungsskript ja auch schon mit drin war. Und ich finde das für so einen Drescher echt eine super geile Geschichte. Ja, zusätzlich dazu sieht er auch noch richtig schön aus. Und ich muss sagen, der gefällt mir wirklich gut. Und sobald das der Kontostand hier im Prinzip hergibt, werde ich den wahrscheinlich tatsächlich gegen den Glaser austauschen. Ein Schwatterblatt umschalten hier. Ich würde sagen, einfach nur mal so zum Spaß werden wir ihn auch noch mal wieder überlasten. Wir geben mal Stoff hier. Ja, kommt sogar meist noch ganz gut hin. Ja, super, jetzt klappt das auch. Na, fast hätten wir ihn gehabt. Das ist es immer. Wenn man ihn verstopfen will, dann geht das meist nicht. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Wenn man es nicht gebrauchen kann, dann passiert es immer jetzt. So, dann hauen wir wieder runter. So, dann muss natürlich das Schneidwerk wieder runter. Und ab. So, dann haben wir uns gemerkt, Taste B. Jetzt hat das Piepen auch aufgehört. Guck das mal mit dem Uder aus. Willkommen in Ihrem Feld.
So, dann gehen wir wieder ein bisschen runter von der Geschwindigkeit. Gehen wir bei. Was hatten wir gesagt? Ich glaube 6 Stundenkilometer hatten wir gesagt, ne? Also ich muss wirklich sagen, Daumen hoch für diesen Mähdrescher absolut. Also wer sich den auch mal anschauen will, guckt bei Black Panther Group vorbei. Das Forum kennt oder kennen die meisten, kennt der eine oder andere von euch sicherlich auch schon. Habe ich ja schon mehrere Mods und Skripte von mit hier auch drin. Link zu dem Mod ist, wie gesagt, noch in meiner Videobeschreibung. Also wer da Bock zu hat, guckt euch das mal an. Da steht dann auch nochmal genau, was da drauf gemacht worden ist. Also von Mark Modding, was er da geändert hat, ist alles nochmal schön zusammengefasst. Also ich kann ihn nur empfehlen, schaut euch den gerne mal an. So, dann kommen wir für diese Folge aber auch zum Ende. Ist immer wieder schön. Zum Abschluss hören wir uns nochmal einmal die Ansage hier an. Willkommen in Ihrem Feld. Zu schön, oder? So, dann kommen wir zum Ende. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch diesen Drescher ein bisschen näher bringen. Wer darauf Bock hat, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Gibt noch so einiges immer zu entdecken. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es hier in Südhemmern ganz normal mit dem Arbeitsalltag weitergeht. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Micha.